Das ist sehr wichtig für uns, für Torhüter, unseren Raum zu verteidigen. Ich werde zeigen, wie muss eine bei einer Flanke richtige Grundstellung haben. Es gibt viele Diskussionen, viele Möglichkeiten. Bei mir in meiner Laufbahn habe ich auch teilweise viele verschiedene Positionen gehabt und auch abhängig vom Gegner. Meiner Meinung nach richtige Position, wenn Ball kommt von linker Seite, vom Tor, 1,5 Meter, Schulter Richtung Spielfeld. Warum? Weil von dieser Grundstellung können wir seitlich nach vorne bewegen, können wir nach vorne bewegen und können wir rechts auf die lange Ball rauslaufen. Bei dieser Grundstellung finde ich, das ist ein bisschen unnatürlich, weil wenn ein scharfer Ball kommt auf zweite Pfosten, Torwart muss komplett umdrehen und dann verliert Zeit. Wenn Ball kommt von linker Seite, normale Grundstellung, immer bereit sein, nach vorne beugen. Natürlich. Damit zeigen wir gehen zum Ball offensiv. Wenn Ball kommt in kurze Ecke, wir müssen so schnell wie möglich zum kurze Ecke laufen und dann mit linker Hand, rechte Hand vom Gegner unterstützen und linke Hand boxen, wenn wir können nicht fangen. Auf andere Seite ist ähnlich. Ich habe früher immer probiert, wenn Ball ist auf linke Seite, ich bin immer hier gestanden, neben das Tor. Warum? Weil ich habe gemeint, mit einem schnellen Tempo und Schwung, ich habe Vorteil, weil die Gegner und Angreifer kommt auch mit Wucht rein. Und wenn ein Torwart steht und macht einen Schritt, sie rasieren. Aber wenn ein Torwart steht, okay, vielleicht das ist zu weit, aber ich habe viele Bälle runtergeholt, weil bin ich mit Wucht auch reingegangen und auch gefaustet oder gefangen. Und das ist sehr wichtig für uns, für Torhüter, unseren Raum zu verteidigen. Normalerweise, wir sind nicht alleine, sondern unsere Spieler steht auch hier. Wenn ein Ball kommt, zum Beispiel vom rechten Seite und viele Stürmer steht hier, Torwart hat nie eine Chance zum Ball rausboxen. Was macht ihr, wenn 8 Leute steht hier rum vom Torwart? Was machen wir? Je nachdem, wie der Ball kommt, raus. Stell dich hin. Und ich bin, ja, vom Dortmund. Und ich bin Gegner. Was machst du? Was machst du? Genau. Nie fighten, nie Körperkontakt suchen, weil sie wollen dich ausweichen. Du musst erst einmal gute Position finden, so schnell wie möglich. Und dann deine Mitspieler soll alle Gegner ausschließen. Also nicht du. Du sollst alle Bälle runterfangen. Und Gegner oder unsere Spieler soll Gegner ausschließen. Was ist wichtig bei ein langen Ball? Wenn kommst du raus und schaffst du nicht. Welche Hand musst du boxen zum Beispiel? Wenn er von da kommt. Genau. Genau, super. Du musst immer mit dieser Hand Ball verfolgen. Diese Hand, immer, wenn ein Gegner ist hier, kommt zum Flanken, gehst du hoch, steigst du hoch und dann hast du deinen Ball. Auch auf andere Seite, wenn kommt Kurzecke,
gehst du hin, ziehst du weg und dann hast du schon Vorteil. Und das ist kein Foul. Das ist überhaupt kein Foul. Und diese lange Ball weichen mit offenen Händen. Weil meiner Meinung nach, wenn wirst du boxen oder fausten, dann deine Finger fehlt. Aber vielleicht diese Fingerspitze wäre gut. Und das ist sehr wichtig. Du hast Ball gehabt, super runtergeholt. Was machst du danach? Spieler. Super. Wie machst du das? Wie machst du das, Spieleröffnung? Werfen oder schießen? Ja, genau. Werfen und schießen. Wem schau ich an? Mein Mitspieler, die Außen. Vorne, die Stürmer. Und dann, wenn Stürmer ist gedeckt, Mittelfeldspieler. Und wenn Mittelfeldspieler ist nicht anspielbar, Abwehrspieler. Viele Torhüter denken nicht so. Fangen die Bälle und dann sie wollen sofort Abwehr anwerfen. Nein, sofort Konter machen, so schnell wie möglich. Warum? Die ganze Mannschaft ist innerhalb in 16er. Und diese Kontermöglichkeit und Tore zu erreichen, das ist sehr wichtig für die Mannschaft und für die Torhüter. Deswegen bei Ecke, Torwart muss richtige Position haben, Ball fangen, nicht fausten, Ball fangen und sofort einen Angriff leiten. Und wir müssen immer Stürmer, Mittelfeldspieler und Abwehrspieler schauen.